Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Wir stehen heute vor dem Rathaus in Idstein und ich freue mich über die wahnsinnige Unterstützung der Stadt Idstein für unser Hospizprojekt. Vor 5 Wochen haben wir uns am Grundstück in der Ludwigstraße gesehen und gemeinsam das Banner aufgehängt. Nun interessiert uns natürlich, wie geht es mit dem Projekt weiter? Ja, Frau Dr. Ahlers, sehr, sehr gerne. Haben wir uns heute 5 Wochen nach Banneraufhängung hier wieder zusammengefunden und ich kann die positive Botschaft Ihnen überbringen. Es geht weiter mit dem Projekt. Die Stadtverordnetenversammlung hat der Grundstücksübertragung zugestimmt. Wir werden Ihnen ja ein 1800 Quadratmeter großes Grundstück auf Erbbaurecht übertragen, auf 50 Jahre. Und jetzt haben Sie die Sicherheit, Sie haben ein Grundstück und jetzt kann es dementsprechend losgehen. Wir werden Sie natürlich auch weiterhin unterstützen. Wir werden für die nächsten Haushalte, wenn es dann losgeht, Mittel zur Verfügung stellen, damit auch jährlich eine Art Betriebskostenzuschuss für Sie gewährleistet ist. Und wenn ich von wir spreche, spreche ich da für die Kommunen im Idsteiner Land, auch für Hünstetten, Waldems und Niedernhausen, die sich da auch, wie man sozusagen sagt, committed haben, dort mitzumachen. Also frohe Botschaft, es geht weiter und irgendwann können wir dann gemeinsam und irgendwann ist hoffentlich nicht allzu weit entfernt, das Gebäude eröffnen und die ersten Menschen können dann einziehen. Vielen Dank, Frau Dr. Ahlers, und vielen Dank an alle Mitwirkenden. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Herfurth. Das freut uns riesig. Vor allen Dingen, wir haben jetzt die Sicherheit, dass wir dann auch den Bauantrag stellen können. Ganz großen Dank an die Stadt Idstein, an das Idsteiner Land und wir freuen uns natürlich besonders, dass Sie uns auch einen Betriebskostenzuschuss geben wollen. Heute am 1. Jahrestag der Ukraine denken wir natürlich auch an die Ukraine, an die Flüchtlinge. Wir denken aber auch an die Erdbebenopfer. Nur dieses Projekt geht uns alle etwas an. Es geht um Ihr Lebensende und vergessen Sie uns nicht. Vielen Dank. Okay.